Weiter geht's mit einer bombastischen Folge Bomber Crew. Danke, dass du da draußen eingeschaltet hast und dass ihr das letzte Video geliked habt. Keyshow-Modus lassen wir mal lieber, oder? So, Freunde, weiter geht's mit Bomber Crew. Wir spielen, ach ja, stimmt, es sind ja zwei Leute gefallen. Jetzt müssen wir zwei neue ahnungslose Tölpel verpflichten. Hier den mit dem geilen Schnubbi. Ja, guck mal, der ist richtig hier Jean Pütz-mäßig, ne? Geil. So, Geschwindigkeit 100%, sonst kann der nichts. Aber wir brauchen Beruf Töpfer, sehr schön. Wir brauchen einen Piloten. Geschwindigkeit 100%, was können die denn sonst noch? Da, Geschwindigkeit 100%, Isolierung 4. Die kann schon mehr, Sauerstoff. Wenn die 15 Sekunden die Luft anhalten, oder was? Und schwimmen kann sie scheinbar, oder was? Er ist schneller als alle anderen. Die kann nur schnell sein, okay. Und, ja, okay. Nee, ich nehm die Dame hier. So. Okay. Und jetzt brauchen wir noch... Ach, wir brauchen noch wen, ne? Da war doch noch jemand hier etwas qualifizierter als der Rest, ne? So. Okay. Das war jetzt der Pilot, ne? Dumm gelaufen. Egal. So. Zack, ich dachte schon, das Surren, das kommt irgendwie aus meinen Kopfhörern oder so. So, hier müssen welche ausgerüstet werden. Komplette Ausstattung. Oh, einfaches Set für Flieger. Zieh's dir rein. Alle ausrüsten, bitte. Bisschen teuer, aber... Geil, guck mal. Richtig cool. Mit Sauerstoff und allem. Geil. Jetzt können wir auch hier fliegen. So. Flieger-Overall. Einfaches Olivgrün. Ach, guck mal, das ist aber auch fein. Können wir den Piloten zum Beispiel, können wir olivgrün machen. Zack. So. Und, die Schützen, kriegen schwarz. So wird ein Schuh draus, ne? Und jetzt eine Weste. Landüberlebensweste. Nee. Training, da, den können wir direkt was geben. Was kann man denn? Sanitäter. Oh, Sanitäter könnte aber gut sein, oder? Primärfunktion Bombenschütze. MG-Schütze wäre aber auch gut, ne? Aber Sanitäter wäre nicht schlecht. Könnte man auch gebrauchen. Aber, nee, komm, den geben wir MG-Schütze mit. So. Kann man hier wen noch... Okay, sonst kann man nichts machen hier, ne? Nee. Okay. Gehen wir mal zum Flugzeug nochmal. Ja, noch eine neue Lackierung freigeschaltet. Nasengrafik, was haben wir denn da? Neues, Benutzer definiert 3. Ja, toll, danke. Nein, das, also ich möchte jetzt einfach... nö. Ich möchte meine Vampirfledermaus behalten. Die ist einfach, die ist nice. Motorengrafik, ja, die sind doch auch gut, die Zähne. So. Flügelgrafik, da ist überall nur dieses Benutzer definierte Zeugs. Naja, okay. Weil bitte nicht treffen funktioniert ja nicht. Also, was würden die nicht beschießen? Was würden die Nazis nicht beschießen? Nee. Was würde keiner verhindern wollen? Ganz genau. So. Na, so ist doch gut, oder? Ich kann das aber... Ach, ich muss...
Ich kann nicht nochmal einen Zeilensprung machen. Paketlieferung von okay. So. Da macht doch keiner was Böses, oder? Überleben. Taube? Eine Brieftaube. Guck mal, was macht die denn? Wenn du hinter den feindlichen Linien notlandest, erhöht eine Brieftaube die Chance, dass deine Crew gefunden und gerettet wird, erheblich. Ja, dann lassen wir die. Dann holen wir die mal. Okay. Dann gehen wir zum Briefing. Mit einer frischen Crew, zumindest zum Teil. Und wir gehen nochmal auf U-Boot-Jagd. Das ist gut. U-Boot-Jagd. Vielleicht treffen diesmal ein paar U-Boote. Ich gehe darüber. Jetzt zieht er das Ding wieder rüber, ne? Jetzt da. Volle Pulle reißt er das Ruder rum, Alter. So. Ich überlege, ob ich ihn hier schon darüber setze. Wo ist denn der? Wer ist denn hier der? Derjenige, welcher er ist das? Okay, gut. Ganz schön scheiß Wetter hier. Leg dich mal lieber schon da rein. Wenn gleich ein Ziel in Sicht kommt, dass du das wenigstens direkt wegholzen kannst. Und du gehst nach vorne, bitte. So. Sobald wir ein Ziel haben, Bombenklappe öffnen. Feindliche Kampfflieger auf dem Radar. Müssen alle markiert werden direkt. Konzentration und bereit machen zum Abwurf. Wo kommt das U-Boot? Da kommt das U-Boot. Feuer! Eins haben wir, okay. Wir haben hier irgendwo noch feindliche Flugzeuge, oder? Oder auch nicht? Okay, dann müssen wir aber hier trotzdem. Zack, Bombenpilot. Ups, schnell hinfliegen und fotografieren. Wer den machen fürs Foto? Say cheese. So, okay. Was sagt der Ingenieur? Mach mal ein mageres Gemisch hier. Wir brauchen ganz schön viel Treibstoff. Wieso geht das? Der Treibstoffverbrauch jetzt so hoch anstatt runter.
ist ein neues Ziel. Oh, harter Beschuss. Bomberpilot startklar machen. Beziehungsweise nicht der Bomberpilot, sondern der Bombenwerfer. Das blöde U-Boot. Aber bitte das da reparieren. Reload! Reload! Da sind jetzt zwei dahin gegangen. Einer würde vollkommen reichen. Wo meint das denn geht? Keine Navigationspunkte, nein. Da sehe ich einen Navigationspunkt. Das Flugzeug hat einiges abbekommen, kann das sein? Muss wieder rüber. Da bitte wieder hin. Solange kein Beschuss ist, bleibst du da oben. So, befinden wir uns schon auf dem Rückzug? Haben wir die anderen beiden U-Boote schon verpasst? Alter, die ganze Kiste ist ganz schön gelöchert. Ach Mist, ich weiß auch, warum wir so viel ziehen. Nochmal runter. Mach die Klappe zu. So, jetzt wieder rauf. Oh nein, jetzt muss ich gleich wieder die Klappe aufmachen. Okay, schon mal in Sicht nehmen. Abwarten noch mit der Klappenöffnung. Die Klappe wird geöffnet. Den bomben wir weg. Komm schon, öffne, öffne, öffne. Okay. Und. Skadoosh. Hat's gereicht? Ja, hat gereicht. Okay, Klappe wieder schließen. Navigationspunkt nehmen. Okay, und du gehst wieder in den Gefechtsstand, solange da nichts ist. So. Aber ich verstehe nicht, warum ein mageres Treibstoff... Achso, dann reicht da länger, der Treibstoff. Nicht, ah, okay. Der verbraucht nicht so und so viel pro Minute, sondern der verbraucht jetzt so lange halt... Okay. Amsterdam voraus. Geil. Jetzt müssen wir wieder zurückfliegen? Was ist das denn für ein Quatsch? Alter, da zieht es aber auch jetzt bestimmt drin, ne? Ich meine, da sind ja jetzt schon ein paar Löcher reingerutscht. Eieiei. Noch ein U-Boot wegsensen. So, jetzt. Es regnet auch. Das muss auch voll laufen langsam hier, ne? Da haben wir es. Okay. Runter. Zack, Bombenklappe öffnen. Das ist das letzte U-Boot jetzt. Ist es noch da? Ich glaube schon, ne? Ja, es ist noch da, okay. Alle auswählen, wir laden das ganze Teil noch auf. Da, ja, es ist gerade abgetaucht. Blöde Sau.
Okay, Klappen schließen. Wieder nach oben gehen. Die Zeit haben wir nicht mehr. Leider zeigt Ziel auf Meereshöhe an. Wo denn? Direkt hinter uns. Da ist es wieder. Ist wieder aufgetaucht. Runter. Klappen öffnen. Bomben markieren. Ziel kommt in Sicht. Was repariert werden irgendwie. Geh dahin. Nee, du gehst dahin. Zack, du gehst dahin und reparierst das. Das Hydrauliksystem versagt. Nee, du gehst nochmal runter. Irgendwo da, Navigation. Komm schon, reparier das Hydrauliksystem, dann können wir auch den Bombenschacht schließen. Ganz schöne Klapperkiste hier, oder? Und wir sind verteidigungsfähig, weil das sind wir auch nicht gerade. Genau im richtigen Moment, ja? Navigationspunkt. Wo sind die feindlichen Flieger? Da sind die feindlichen Flieger. Okay. Feuer! Okay, der Tank ist langsam, aber sicher. So wild, vielleicht klappt das mit einem mageren Gemisch. Kommen wir ein bisschen weiter. Baller sie weg. Manche Feinde können nicht auf großer Höhe fliegen, okay? Ja, aber den Kampf jetzt so zu vermeiden, bringt uns nichts. Wir müssen jetzt, dann haben wir nicht mehr genug Sprit. Vielleicht reicht es ja einfach nur, wenn wir jetzt nach Hause kommen. Okay, aber wir fliegen mager mit magerem Gemisch. Ja, wir haben sie abgehängt, okay. Muss die Kiste nur noch nach Hause schaffen. So. Dann haben wir Glück. Aber ich glaube, das schaffen wir. Sehr episch. Paketlieferung für den Nachbar. Okay, hat's geschafft. Nice. Oder zumindest eventuell. Weiß man ja noch nicht so genau. Und da ist der Flughafen in Sicht. So. Okay, magere Treibstoffmischung. Läuft langsam aus, aber das reicht auch. Das reicht. Ich will nur darauf achten, was passiert, wenn sie jetzt runtergeht. Wie viel Treibstoff dann übrig bleibt plötzlich. Aber es ist, ach, das ist dicker. Das reicht. Wir müssen einfach noch so einen Bogen fliegen. So, ups, dahin müssen wir. Aber es klappt. London voraus, wir schweifen aus bis nach London.
War noch einen leichten Schlenker hier. Können wir mal auf Mager stellen. Was? Zack, so. Fahrwerk ausfahren. Ja, ist ein bisschen durchlöchert, die Kiste, aber wir haben es geschafft. Und schön nach Hause gekommen. Alle leben, allen geht's gut, keiner wurde direkt getroffen. Richtig nice. 3 U-Boote versenkt. Lecker Ding. So, ja, das war ja wohl gut. So muss das doch laufen. Okay. Todesrückkehr, optionale Aufklärungsfotos. Nice, hat alles geklappt. Richtig sexy. So, ups. Alle durften zurück nach Hause kommen. Oh. Notsturzflug. Okay, der Pilot hat sich irgendwas vorgenommen. Okay. Geil. Neu freigeschaltet. Jede Menge Zeugs, was neu freigeschaltet wurde. Nice. Okay. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage danke fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und jetzt...